Hi ihr Lieben, willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich gerne mit euch darüber sprechen, warum sich Männer unterbewusst die falsche Frau aussuchen. Ja, warum suchen sich Männer die falsche Frau aus? Vielleicht ist es eine Milchmädchenrechnung, jetzt einfach zu sagen, naja, wenn es mit euch nicht klappt, dann war es wahrscheinlich die falsche Frau. Aber man muss tatsächlich Dinge nicht zwangsweise so verkomplizieren, denn es liegt sehr, sehr häufig daran, dass Mann und Frau einfach nicht immer füreinander geschaffen ist in jeder Situation. Kleines Beispiel dazu, vor kurzem hat mich jemand von euch auf den Halo-Effekt angesprochen. Also sprich, dass man bekannte Eigenschaften einer Person so in seinem Kopf verstrickt und weiterspinnt, dass man auf unbekannte Eigenschaften kommt, die eigentlich mit der Person gar nichts mehr zu tun haben. Also sprich, dass du in einer Frau etwas siehst, was gar nicht vorhanden ist, was sie dir nicht geben kann. Und natürlich passt so eine Frau zwangsweise auch nicht zu dir zusammen, nicht mit dir zusammen, weil diese Eigenschaften, die du in ihr siehst, sind nur in deinem Kopf und die sind gar nicht wirklich bei dieser Person. Das heißt, du wirst von dieser Person nur enttäuscht. Was ist jetzt das Problem? Warum sage ich so oft, Männer suchen sich die falsche Frau aus? Naja, du musst dir ja schon überlegen, was bin ich für ein Typ? Bist du zum Beispiel ein eher naturbelassener, sehr bewusste Ernährung, du gehst gerne wandern, gern spazieren, also bist einfach ein sehr, sehr natürlicher, naturbewusster, umweltbewusster Mensch. Jetzt stell dir mal vor, du suchst dir jetzt eine Frau aus, die Fleisch bei McDonald's isst, die, also no hate, ne? Schreib mir mal in die Kommentare, ob ihr zu McDonald's geht, ne? Aber ja, die einfach wirklich total auf die Umwelt scheißt, die sagt, sie trennt keinen Müll. Willst du so eine Frau? Also möchtest du als umweltbewusster, intelligenter und moderner Mann eine Frau haben, die sagt, ja, keine Ahnung, ich bin voll der Donald Trump-Fan und ich stehe total auf, wenn ein Garten komplett mit Kunstrasen und nur Palisadenzäune, ich hasse Beete, ich hasse Insekten. Also ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Was für einen Sinn macht es, in einer Person etwas zu suchen, was überhaupt nicht der eigenen Überzeugung entspricht? Ja, und das kannst du ja auf alles Mögliche beziehen. Zum Beispiel ein Mann, der seine Arbeit liebt, der fleißig ist, also kein Workaholic, aber einfach einer, der so ein Macher, ne, der auch wenn er Hausarbeit sieht, der einfach anpackt, der nicht nörgelt. So, jetzt stell dich mal vor, dieser Mann sucht sich eine faule, langweilige, nörgelnde Frau aus, die keinen Bock hat, was im Haus zu machen, die keine Lust auf Renovieren, die nicht kreativ ist. Ey, wie scheiße ist das, ja? Und deswegen, ich sag deswegen, ja, Milchmädchenrechnung, weil ich denke, im Endeffekt will doch jeder den passenden Deckel zu seinem Topf oder will der passende Deckel zum Topf sein, ne? Und das schafft ihr nicht, wenn ihr euch einen Menschen aussucht, der so komplett verschiedene Vorstellungen vom Leben hat. Weil man will ja, jeder hat sein eigenes Leben, aber man will ja doch irgendwie in die gleiche Richtung. Wenn es schon bei solchen grundsätzlichen Dingen und der persönlichen Einstellung scheitert und so auseinanderdriftet, dann kann das nicht zwangsweise eine harmonische Beziehung werden. Weil du wirst immer was haben, was dir in ihr fehlt, weil sie deine Vorstellungen und Überzeugungen nicht vertritt. Und sie wiederum wird immer merken, dass du sie kritisierst, weil sie nicht so denkt wie du. Ja? Und deswegen, das beobachte ich leider bei sehr, sehr vielen Paaren. Und natürlich gibt es von 100 Paaren vielleicht auch das eine Pärchen, also das kannst du mir jetzt auch mal in die Kommentare schreiben, ob du in einer Beziehung bist, wo ihr total verschiedene Meinungen habt, ihr wählt vollkommen verschiedene Parteien und trotzdem habt ihr ein harmonisches Zusammensein. Und finde trotzdem Urlaube, die beiden Spaß machen. Natürlich gibt es Paare, bei denen das funktioniert. Aber Fakt ist einfach, dass die immer kämpfen müssen und dass die immer diesen Konflikt haben durch diese Meinungsverschiedenheit. Und auch da ist es wieder ganz gefährlich, jetzt zu sagen, oh, man kann ja nicht immer gleicher Meinung sein. Nein, da denkst du jetzt auch schon wieder zu viele Schritte vorweg. Es ist trotzdem ein Mann und eine Frau. Aber bei grundsätzlichen Dingen, ja, also wie ich zum Beispiel jetzt sagte, wenn man auf seine Umwelt achtet, wenn man sehr, sehr bewusst sich ernährt, wenn man zum Beispiel auch auf solche kritischen Dinge schaut, wie das Bienensterben oder sich auch mit politischen Situationen auseinandersetzt und der andere tut das so gar nicht, dann hat das nicht zwangsweise mit gleicher Meinung zu tun, sondern einfach mit so krassen, unterschiedlichen Interessen, dass eine harmonische Beziehung fast nicht möglich ist. So, wenn eigentlich irgendwas doch verbindet, wie zum Beispiel eine sehr, sehr starke Liebe, natürlich. Aber wie soll die entstehen, wenn die persönliche Einstellung einfach so weit auseinander geht? Und deswegen, jetzt viel vorweg geredet darüber, sage ich euch so oft, schau doch mal, was ist denn dein Typ Frau, der dich interessiert? Und im Umkehrschluss,
bist du denn so ein Typ, der diese Frau interessiert? Also wenn du auf so Barbie-Püppchen stehst, die den ganzen Tag sich schminken und ihre Haare machen und die sich eigentlich nur für sich selber interessieren. Und du bist aber eher so ein bodenständiger Kerl und stehst mitten im Leben und bist so ein Macher, dann musst du dich natürlich auch fragen, was will diese Barbie im Leben? Will die dich? Will die jemanden, der immer unterwegs ist, der aktiv ist? Oder will die vielleicht einfach nur einen, der 50 Jahre älter ist als sie und ihren Lifestyle bezahlt? Also man muss sich immer fragen, nicht nur, was möchte ich? Wen möchte ich? Welche Vorstellung habe ich vom Leben? Weil das ist wie wenn du mit dem Auto losfährst und kein Ziel ins Navi eingibst. Du wirst nicht wissen, wo du ankommst. Und so ist es auch im Dating. Aber das ist die eine Sichtweise zu überlegen, was will ich? Bitte überleg ab heute auch mal, was will denn mein Gegenüber von mir? Wir sind immer sehr so, was will ich, immer so nach innen, was ist mir wichtig, aber wir sollten auch immer einfach jetzt mehr auf unsere Umwelt, auf unsere Menschen achten und gucken, was wollen die eigentlich, ob das eine Beziehung ist, eine Freundschaft oder auch in der Familie. Nicht immer so viel an sich denken, sondern auch einfach mal das Denken nach außen kehren und mal an die Menschen in deinem Umfeld denken. Du musst jetzt nicht die 1-Meter-Regel anwenden und über jeden Menschen in deinem Umfeld nachdenken, aber ich denke mal so 2-3 Menschen in deinem Umfeld gibt es bestimmt, um die man sich ein bisschen mehr sorgen könnte oder um die man ein bisschen mehr sich Gedanken machen könnte. Und dazu möchte ich dich heute einfach mal auffordern oder anregen, wie auch immer. Schreib mir mal in die Kommentare, wie du darüber denkst, wie du über deine Umwelt, über deine Menschen oder auch im Dating-Bereich über dein Gegenüber nachdenkst, ob du sehr bewusst darüber nachdenkst oder vielleicht ab heute es versuchen möchtest, und stell mir auf jeden Fall all deine Fragen. Ich finde unseren Austausch immer mega cool, bin ja jetzt auf Instagram auch ganz, ganz aktiv. Meine Links haue ich dir sowohl in die Infobox, als auch wenn du einfach Lola Sparks übereingibst, findest du mich auch ganz, ganz schnell. Auf Instagram antworte ich auch relativ zügig per Direct Message. Also wenn ihr mich da irgendwas fragen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Und jetzt sage ich einfach nur, ich wünsche euch einen tollen Tag und bis bald.